Das war merkwürdig. Es gab, jetzt muss ich wieder springen, in Berlin einen Wahnsinnigen, der war Koch, glaube ich, Clooney hieß der. Und die Studenten und ich auch und so, wir haben den ein bisschen erhoben zu einem großen Meister. Das war eigentlich mehr ein Studenten-Ulk. Und eines Tages klingelte bei mir das Telefon und da war Margarete von Bender, meldete sich und sagt, ja, Herr Schädlich, Sie sind ja das Verrückteste, was es in Berlin gibt. Und dann habe ich eingehängt. Ja. Und dann rief sie wieder an und sagte, Herr Schädlich, hängen Sie bitte nicht ein, aber Werner Fink möchte Sie kennenlernen. Und dann habe ich mich mit ihm verabredet und kam, er wohnt am Hohenzollern-Damm, kam da zu ihm hin und ich kannte ihn vorher gar nicht. Diese Margarete von Bender, die er später heiratete, war eine Schwester einer meiner verheirateten Frauen, daher Schwager. Und kam zu ihm und er sagte, ich muss sofort jetzt nach London, ich habe da einen Vortrag und bringen Sie mich bitte mit im Auto, mit dem Taxi zum Flugplatz. Und sagte, hier ist mein Notizbuch, wir wollen jetzt die radikale Mitte gründen und machen Sie mal eine Kundgebung. Da können Sie alle Leute anrufen, die machen alle mit. Und ich stand mit diesem Notizbuch, mit dem Adressbuch in Tempelhof am Flugplatz und wusste eigentlich gar nicht, was wir machen sollten. Und dann hat es sich später weiterentwickelt. Dann haben wir eine Kundgebung im Marmorhaus in Berlin. Ich meine, die radikale Mitte hat eine Fahne, die war weiß und da war ein Loch drin, da konnte man sich sein Symbol reindenken. Sicherheitsnadeln gab es auch, aber es ist eigentlich dann nie was draus geworden. Es ist, ich werde nie vergessen, bei der ersten Kundgebung, die ich da organisiert habe, dann hat das Publikum natürlich gefragt, sagen Sie mal, Herr Fink, was wollen Sie denn nun eigentlich? Er sagte, ja, ich bin in den Bundestag, da würde ich eine neue Sprachregelung vorschlagen. Jetzt kommt ein typischer Werner Fink und dann sagt man, ja, was wollen Sie? Das war damals eine politische Krise, als der Adenauer von der Opposition als Kanzler der Alliierten bezeichnet wurde und darauf sagte, alles Werner Fink, sagte also Herr Schumacher, sagte Herr nicht Bundespräsident, Bundeskanzler, Sie sind der Kanzler der Alliierten. Darauf Adenauer zu Schumacher, Herr Oppositionsführer, ist das Ihr Ernst oder ist das ein Spaß? Sagt er, nein, Schumacher, Herr Bundeskanzler, das ist mein völliger Ernst. Darauf der Bundeskanzler, das ist Ihr Glück, denn solche Späße hätte ich mir auch verbeten. Ja? Das hat also aus dem Moment heraus improvisiert und sagte dann, eine solche Sprachregelung würde ich im Bundestag einführen. Das war aber mehr eine Fink'sche Kabarettnummer. Ne? Aber dann ist daraus nichts geworden.